Wir wollen nun den Leistungs-MOSFET betrachten als erstes gesteuertes Halbleiter-Leistungsbauelement. Zunächst mal das Wichtigste in Kürze, wie wir den Leistungs-MOSFET häufig betrachten. Der Leistungs-MOSFET wird ein spannungsgesteuerter Schalter sein. Das heißt, wir können uns in vielen Fällen ihn einfach so vorstellen. Ich nehme jetzt hier als Beispiel ein Endkanal-MOSFET, wie wir ihn aus der Elektronikvorlesung kennen. Wir können uns den so vorstellen, wenn wir zwischen Gate und Source eine Spannung anlegen, UGS, die größer als die Schwellspannung ist, dann haben wir einerseits den Schaltzustand hier UGS viel, viel größer als die Schwellspannung UGS TH, dass wir in den Einzustand gehen, dann verhält sich hier der MOSFET wie ein ohmscher Widerstand. Dieser Widerstand kriegt den Wert RDS-ON oder die Bezeichnung RDS-ON, und es kann ein Strom ID zwischen dem Drain und dem Source-Anschluss fließen. Und umgekehrt, wenn die Spannung UGS kleiner ist als diese Schwellspannung UGS TH, die vom MOSFET abhängig ist, das heißt typischerweise UGS gleich 0, wird der MOSFET als eine Unterbrechung dienen. Das ist jetzt sozusagen das kürzeste Modell zunächst mal. Wir werden uns aber gleich angucken, wie jetzt hier an dieser Stelle das sich aus der Physik ableiten lässt. Das heißt, tatsächlich in vielen Fällen betrachten wir MOSFETs als Schalter, können wir mit dieser einfachen Betrachtungsweise vorgehen, müssen nichts weiteres dazu wissen. Wenn man jedoch reale Schaltungen auslegen will, braucht man noch ein bisschen sozusagen mehr Detailwissen, und wir wollen jetzt auch gucken, worin unterscheidet sich jetzt der Leistungs-MOSFET gegenüber dem Signal-MOSFET. Weil tatsächlich, wenn wir ein MOSFET als Schalter in der Leistungselektronik einsetzen, setzen wir spezielle MOSFETs ein, die optimiert sind, dass sie hohe Ströme führen können und hohe Spannungen sperren können. Zunächst wollen wir aber hier das wiederholen, wie der MOSFET funktioniert. Das heißt, wir wiederholen jetzt den sogenannten lateralen Signal-MOSFET. Bedeutet das, lateral bedeutet, dass der Stromfluss an der Oberfläche parallel zur Oberfläche stattfindet. Als Vergleich gucken wir uns an, ein N-Kanal-MOSFET vom Aufbau her haben wir eine Halbleiterstruktur. Wir haben so ein P-Plus-Substrat an dieser Stelle. In diesem P-Plus-Substrat sind N-Plus-Wannen eindiffundiert. Diese sind jetzt voneinander immer getrennt durch diese P-Plus-Substrat. Das heißt, wir haben hier gesperrte PN-Übergänge. Die einzelnen Anschlüsse hier sind: die eine Wanne ist der Source-Anschluss, mit S abgekürzt. Die andere Wanne ist der Drain-Anschluss, hier mit D abgekürzt. Und zwischen diesen beiden Wannen haben wir dann durch eine Isolationsschicht getrennt hier den Gate-Anschluss. Das heißt, hier ist der Isolator an dieser Stelle und hier den Gate-Anschluss. Und dann wissen wir hier unten dieses P-dotierte Material, das ist dieses Substrat, ist der Substrat- bzw. Balkanschluss, der wird dann häufig mit dem Source-Anschluss verbunden sein, zumindest bei Bauelementen, die wir so als Schalterbauelement kaufen. Und das war der Signal-MOSFET, wie wir den kennengelernt haben. Und dann wussten wir, okay, tatsächlich, wenn wir jetzt hier eine Spannung anlegen zwischen Gate und Source, eine Spannung UGS, wird sich eine Inversionsschicht bilden unter der Stelle, wo wir diese Isolationsschicht haben, wo wir dieses Gate-Oxid haben. Und zwar, weil wir an dieser Stelle hier positive Ladungen auf das Gate drauf bilden. Das Gate bildet zusammen mit diesem Bereich, den wir als Kanal bezeichnen, einen Kondensator. Und dann werden wir hier an der Stelle Elektronen, die als Minoritätsladungsträger im P-Plus-Material vorhanden sind, hier sozusagen aus diesem Material anziehen, sodass sich hier ein leitfähiger Kanal ausbildet zwischen dem Drain-Anschluss und dem Source-Anschluss, und dann kann hier ein Strom von Drain nach Source fließen. Das heißt, tatsächlich wird dann hier irgendwo ein Strom-ID stattfinden können. Das war der Signal-MOSFET, so wie wir den kennengelernt hatten. Tatsächlich ist jetzt hier an der Stelle diese Struktur nicht hundertprozentig geeignet für ein Leistungs-MOSFET. Woran liegt das? Wir haben hier im Prinzip einen hohen Flächenbedarf. Wenn wir ein Bauelement machen wollen, was einen niedrigen Widerstand RDS-ON hat, warum? Um einen niedrigen Widerstand RDS-ON zu haben, müssen wir hier sozusagen, wo der Strom fließt, diesen Widerstand dieses Kanals möglichst klein kriegen, und damit müssen wir sozusagen automatisch das Bauelement sehr, sehr groß
ausführen. Das zweite Problem ist, diese Struktur ist nur geeignet eigentlich für vergleichsweise niedrige Sperrspannung. Das heißt, wenn wir hier das Bauelement zum Sperren bringen wollen, also eine Gate-Source-Spannung anlegen, die jetzt nicht wie hier dargestellt größer als 0 ist oder größer als die Schwellspannung, dann sperrt einer dieser PN-Übergänge hier, je nachdem wie die Spannung zwischen Drain und Source dort angelegt wird. Und tatsächlich werden wir hier, wenn wir vergleichsweise hochdotiertes Material haben, dann diesen gesperrten PN-Übergang an der Oberfläche kriegen und haben nicht ein niedrig dotiertes Gebiet, wo eine große Sperrspannung drüber abfallen kann. Das heißt, wir müssten hier einen Kompromiss machen, wenn wir eine hohe Sperrspannung haben, dass wir hier an der Stelle vergleichsweise geringe Leitfähigkeit kriegen und damit hohe Widerstände letztlich. Deswegen ist dieser Signal-MOSFET nicht unbedingt geeignet für Anwendungen in der Leistungselektronik. Das heißt, der Leistungs-MOSFET löst das durch eine andere Struktur. Das heißt, hier der in der Leistungselektronik verwendete MOSFET hat einen anderen Aufbau, und zwar im Wesentlichen in zwei Punkten, zwei bzw. drei Punkten. Das erste ist, wir werden einen vertikalen Stromfluss haben. Das bedeutet, dass der Flächenbedarf letztlich geringer sein wird, selbst wenn wir einen niedrigen Widerstand kriegen und damit in Anführungszeichen eine vergleichsweise große Fläche haben. Das zweite ist, es wird auch hier, wie bei der Leistungsdiode, eine niedrig dotierte N-Schicht eingeführt, um hohe Spannungen zu sperren, das heißt, um die Sperrspannung zu erhöhen. Und das dritte ist tatsächlich, wir werden viele einzelne sogenannte MOSFET-Zellen parallel schalten, um einen niedrigen Widerstand RDS-on zu kriegen. Das heißt tatsächlich, die beiden letzten Punkte werden dafür sorgen, dass wir sozusagen ein Bauelement kriegen aus Sicht der Leistungselektronik, was eine hohe Spannung sperren kann und einen niedrigen Einwiderstand hat. Und damit kommen wir dann zum Leistungs-MOSFET. Wollen wir uns den auch mal kurz aufzeichnen, wie der dann von der Struktur aussieht. Das heißt, der hat ein bisschen einen anderen Aufbau. Machen wir hier links den Aufbau. Ich habe hier unten den Drain-Anschluss, habe dann eine N-Plus-Substratschicht, eine hochdotierte N-Schicht. Über dieser N-Plus-Substratschicht ist jetzt eine niedrig dotierte N-Schicht. Und hier oben werden wir dann den Gate- und den Source-Anschluss haben. Ich male das mal ein. Wir haben hier so P-dotierte Bereiche und da drin wiederum so N-dotierte Wannen, die hochdotiert sind. Das wäre jetzt der Aufbau eines sogenannten vertikalen Leistungs-MOSFETs. Und dann haben wir hier oben drüber eine Kontaktierung, dass diese P-Plus-Schicht und die N-Plus-Schicht hier beide an dieser Stelle miteinander verbunden sind. Das wäre jeweils der Source-Anschluss. Und wir haben tatsächlich hier eine wieder Isolationsschicht und den Gate-Anschluss über dieser Isolationsschicht und haben also wieder diese drei Anschlüsse. Tatsächlich ist jetzt aber der eigentliche Kanal hier. Dieser Bereich, das ist der Kanal. Das heißt, hier sehen wir dieselbe Struktur eigentlich wie bei dem Signal-MOSFET. Das heißt, auf der einen Seite dieses niedrig dotierte N-Gebiet, das sozusagen mit dem Drain verbunden ist, auf der anderen Seite dieses N-Plus-Gebiet, was mit Source verbunden ist, dazwischen ein P-dotiertes Gebiet. Gehen wir kurz zurück. Das ist also genau diese Struktur hier, nur dass jetzt sozusagen der Drain-Anschluss jetzt vertikal nach unten verlagert ist und N-dotiert ist. Und wir können jetzt auch hier wieder sozusagen durch Anlegen einer Gate-Source-Spannung diese Leitfähigkeit in diesem Kanal erhöhen und damit in Anführungszeichen diese N-Plus-Schicht leitfähig mit dieser N-Minus-Schicht verbinden. Der Stromfluss wird aber dann hier vertikal stattfinden, das heißt, in dieser Richtung wird der Strom später fließen und ein realer Leistungs-MOSFET besteht dann aus der Parallelschaltung von vielen Tausenden solcher MOSFET-Zellen. Das heißt tatsächlich ist das nicht ein einziger MOS, sozusagen eine einzige MOS-Struktur, sondern der reale MOSFET wird viele tausende Zellen haben, die jetzt parallel geschaltet sind, wo die Source-Anschlüsse alle parallel sind, die Gate-Anschlüsse und die Drain-Anschlüsse. Und dann haben wir hier einen insgesamt niedrigeren Gesamtwiderstand.
Das ist der Aufbau von diesem Leistungs-MOSFET, zumindest eine Art, und wollen wir uns noch angucken, das Symbol. Beim Symbol verwenden wir natürlich das gleiche wie bei dem Signal-MOSFET. Das heißt tatsächlich, das hier ist ein selbstsperrender N-Kanal-MOSFET, wie auch oben dargestellt. Wir werden dieselben Anschlüsse haben. Ich habe also einen Gate-Anschluss, einen Source-Anschluss, einen Drain-Anschluss an dieser Stelle. Ich werde hier die Spannung wieder definieren, die Spannung UDS, den Strom ID und die Spannung UGS. Und jetzt müssen wir uns nochmal was angucken. Tatsächlich hier an der Stelle, ich habe es schon eingezeichnet, eigentlich hier ist diese Verbindung zwischen dem eigentlichen Balkanschluss mit dem Source-Anschluss. Das ist die Verbindung, die wir bei diesem Signal-MOSFET hier oben eingezeichnet hatten, extern. Diese ist bei den Leistungs-MOSFETs automatisch sozusagen hier bereits erfolgt. Das heißt, hier an der Stelle durch diese Source-Kontaktierung, die hier überlappt, werden wir an der Stelle eine Verbindung haben, sozusagen von Source mit dem eigentlichen Balkgebiet, was diese P-Plus-Wanne ist an der Stelle. Das hat jetzt aber eine Konsequenz, dieselbe Konsequenz eigentlich wie beim Signal-MOSFET. Wir haben jetzt hier eine Struktur zwischen Drain und Source, die wir uns genauer angucken wollen. Was ist das hier? Das ist an der Stelle tatsächlich eine Halbleiterstruktur N plus, N minus, P plus. Das heißt, das hier entspricht eigentlich einer Pindiode zwischen Source und Drain. Diese Diode ist aufbaubedingt vorhanden. Das ist die sogenannte Body- oder Inversdiode. Das heißt, wir müssen wissen, ein an der Stelle als Schalter eingesetzter Leistungs-MOSFET hat eine parallele Body- bzw. Inversdiode. Und weil das eine Pindiode ist, werden wir natürlich dieselben Eigenschaften, Auswirkungen haben an dieser Stelle wie bei Pindioden, zum Beispiel Schaltverhalten mit Reverse Recovery Effekt. Aus diesem Grund macht man das Symbol manchmal anders, um das sozusagen hervorzuheben, zeichnet man manchmal explizit diese aufbaubedingte Diode ein. Ich male das mal jetzt hier so, dass man sozusagen ein Schaltsymbol hat hier mit dieser Invers- bzw. Bodydiode, die sich aus dem Aufbau ergibt. Das war jetzt also der grundsätzliche Aufbau des Leistungs-MOSFETs. Wir wollen jetzt hier an der Stelle nochmal kurz ein paar Sachen zusammenfassen. Tatsächlich, wie gesagt, das hier ist eine Zelle. Das heißt, der eigentliche Leistungs-MOSFET, wie gesagt, ist die Parallelschaltung von Tausenden von Zellen. Und das hat zum Ziel, dass wir einen niedrigen Einwiderstand kriegen. Das ist die erste Änderung, die wir gemacht haben. Dann haben wir gesehen, okay, niedrig dotierte Schicht, diese niedrig dotierte N-Schicht. Wir haben eine hohe Sperrspannung und wir haben hier den vertikalen Stromfluss. Was bewirkt der? Vertikaler Stromfluss bedeutet geringer Flächenbedarf. Das heißt tatsächlich, wenn wir jetzt diese Parallelschaltung machen und hätten so laterale MOSFETs, würden wir eine viel, viel größere Halbleiterfläche benötigen, an dieser Stelle, um einen niedrigen Widerstand zu kriegen. Wir könnten das Material nicht ausnutzen, weil wir sozusagen dieses Balkmaterial nicht wirklich nutzen. Hier unten fließt kaum ein Strom. Hier bei diesem vertikalen Stromfluss kriegen wir an der Stelle hingegen sozusagen das gesamte Halbleitermaterial ausgenutzt. Und wenn wir dann viele Zellen parallel schalten, haben wir daraus einen geringen Flächenbedarf. Ein weiterer Vorteil dieser an der Stelle vertikalen Struktur ist auch, dass wir im Prinzip eine bessere thermische Anbindung haben. Das heißt, wir können leichter an der Stelle Wärme abführen, weil wir sozusagen hier einen flächigen Anschluss haben, der dann direkt mit einer Kühlfahne typischerweise Metallschicht verbunden werden kann, um die Wärme dann aus dem Bauelement abzuführen, die im Betrieb entsteht. Aber wir müssen aufpassen, tatsächlich haben wir jetzt gesehen, hier, das sind also die Sachen, die wir erreicht haben mit dieser Struktur. Wir haben uns aber durch den Aufbau im Prinzip auch ein paar Dinge eingehandelt. Sozusagen, das hier wären vielleicht die Vorteile. Durch die Parallelschaltung kriegen wir aber hohe Kapazitäten. Das werden wir später sehen, wenn wir das Schaltverhalten untersuchen. Das heißt, diese Parallelschaltung vieler Zellen verursacht hohe Kapazitätswerte und die werden einen Einfluss haben letztlich, wie schnell wir das Bauelement einschalten können. Und das Zweite ist, wir haben diese Inversdiode.
die wir beachten müssen. Das heißt, diese Pin-Struktur, die dort aufgebaut ist, wird dafür sorgen, dass wir zum Beispiel so ein Leistungs-MOSFET vielleicht nicht in allen Anwendungen benutzen können. Man kann die Inversdiode benutzen für einen Stromfluss. Die kann meistens von der Höhe denselben Strom führen wie der MOSFET selber, weil der Strom ja über dieselbe Schicht letztlich fließt, werden wir gleich sehen. Aber einer der Nachteile ist, üblicherweise haben diese Dioden ein vergleichsweise schlechtes Schaltverhalten. Das heißt, die sind schlechter als auf Schaltverhalten optimierte Dioden, die wir so als Pin-Dioden kaufen können. Es gibt zwar MOSFETs mit sogenannten schnellen Dioden drin, aber auch die sind meistens etwas schlechter als optimierte Dioden beim MOSFET. Das ist einer der vielleicht Nachteile des MOSFETs. Wir wollen uns dann jetzt hier mal angucken, die unterschiedlichen Betriebszustände, Leitzustände, die wir haben bei diesem Leistungs-MOSFET. Das heißt, tatsächlich haben wir drei Betriebszustände bei diesem Leistungs-MOSFET, bei diesem vertikalen Leistungs-MOSFET, abhängig von der angelegten Gate-Source-Spannung. Was bedeutet das? Wir haben zum einen diesen Sperrbetrieb. Wenn wir da den Leistungs-MOSFET betrachten an dieser Stelle, legen wir eine Spannung zwischen Gate und Source an, die kleiner ist als die Schwellspannung. Die Schwellspannung wird die Bezeichnung UGSTH kriegen, kommen wir später nochmal dazu. Wenn das so ist, bedeutet das, dass dieser MOSFET an dieser Stelle eine Unterbrechung zwischen dem Drain und dem Source-Anschluss darstellt. In der Struktur, wenn wir das hier oben betrachten, bedeutet das, es bildet sich hier eine Raumladungszone aus zwischen der N-Schicht und der P-Schicht. Und durch den Aufbau ist dann gewährleistet, dass sozusagen diese Raumladungszone hier auch das Gate-Oxid, dass es abgeschirmt wird von den hohen Feldstärken, weil tatsächlich tritt die höchste Feldstärke, wie wir das ja gesehen haben, an der Stelle am direkten PN-Übergang auf. Und wir werden dann hier an der Stelle die Möglichkeit kriegen, hohe Sperrspannung aufzunehmen. So sperrt also der MOSFET, wenn wir jetzt hier eine Spannung UDS größer als 0 anlegen. Was passiert? Es wird ein geringer Sperrstrom ID fließen, das heißt ein ganz kleiner Strom IS typischerweise im Bereich einiger Mikroampere wird fließen, weil das natürlich auch wenn die Diode genauso einen Sperrstrom haben wird. Das ist also der Sperrbetrieb. Bis jetzt sozusagen noch alles in Ordnung, das heißt hier ja, UGS gleich 0, Schalter Zustand aus. Das ist der Zustand aus. Und dann haben wir den Leitzustand, den Zustand ein. Wie kommen wir dazu? Dazu kommen wir, wenn wir zwischen Gate und Source eine Spannung anlegen, die größer ist als die sogenannte Schwellspannung. Typischerweise viel, viel größer. Das heißt, wir legen hier eine Gate-Source-Spannung an, viel, viel größer als die Schwellspannung UGSTH. Dann wird ein Strom zwischen Drain und Source fließen können. Nehmen wir jetzt mal an, die Spannung UDS ist größer als 0. Was bedeutet das? Das heißt, wir haben dann hier sozusagen unseren Einschaltzustand. In diesem Zustand verhält sich der Leistungs-MOSFET wie ein Widerstand mit dem Widerstandswert RDS-ON, weil das der Widerstand zwischen der Drain-Source-Strecke ist und ON für den Einzustand. Der ist in gewissen Grenzen eine Funktion der Spannung UGS, aber auch von der Temperatur und von gegebenenfalls der Drain-Source-Spannung, die wir dort haben, ein bisschen, weil das oftmals kein großen Einfluss hat. Und es kann ja also der Strom fließen. Das ist der Einzustand. Die Besonderheit jetzt beim Leistungs-MOSFET ist, dass hier ist ein unipolarer Stromfluss, der gesteuert wird über diese Spannung UGS. Das heißt, hier tragen nur Ladungsträger einer Art zum Stromfluss bei. Hier in dem Fall Elektronen bei diesem N-Kanal, bei diesem selbstsperrenden N-Kanal-MOSFET. Tatsächlich, Achtung, der Stromfluss muss nicht so wie hier dargestellt, Idee von Drain nach Source fließen. Ein Leistungs-MOSFET kann Strom in beide Richtungen führen. Er verhält sich wirklich wie ein Widerstand, wenn er eingeschaltet ist. Das heißt, auch für negative Ströme, sprich kleine negative Spannung UDS, wird hier die Stromflussrichtung sich bloß umkehren. Er kann aber auch negative Ströme führen. Das ist zum Beispiel ein Unterschied gegenüber Bipolartransistoren als Schalter oder auch den IGBTs. Dann haben wir als dritten Zustand aber auch noch Folgendes. Wir haben auch noch einen Diodenzustand. Das heißt tatsächlich, selbst wenn der MOSFET ausgeschaltet ist, das heißt selbst wenn wir hier eine Schwellspannung haben, wenn wir eine Gate-Source-Spannung haben, die kleiner ist als die Schwellspannung, hier UGS gleich 0, kann ein Strom fließen, und zwar ein negativer Drainstrom ID kleiner 0, und zwar für den Fall, dass die Spannung UDS kleiner als 0 ist. Das heißt, legen wir hier eine Spannung von Drain nach Source an den MOSFET, wird tatsächlich hier diese
Pinstruktur in Flussrichtung gepolt sein und wir kriegen hier dann einen bipolaren Stromfluss. Ja, hier so dargestellt, fließt nicht über den Kanal, sondern der Strom fließt dann hier an der Stelle von Source nach Drain. Das heißt, eigentlich müssten wir hier jetzt sagen, dieser Strompfeil müsste umgekehrt sein, negativen Drainstrom haben. Das wäre jetzt für einen positiven Drainstrom. Tatsächlich würde der Strom von Source nach Drain fließen und wir haben hier an der Stelle Löcher und Elektronen, die beide zum Stromfluss beitragen. Was bedeutet das? Wir haben auch hier dann einen Effekt der Ladungsträgerspeicherung und natürlich dasselbe Abschaltverhalten, was wir haben. Das heißt tatsächlich, der Leistungs-MOSFET für eine Spannung, die jetzt UGS gleich 0 ist, aber eine negative Drain-Source-Spannung, haben wir hier sozusagen parallel zu dieser Unterbrechung diese Inversdiode, über die dann ein Strom fließen kann. Das heißt, hier kann ein Strom durch die Diode fließen, wenn die Spannung UDS kleiner als 0 ist. Das sind dann die drei Leitzustände und in diesen drei Zuständen kann der Leistungs-MOSFET betrieben werden. Wir wollen dann jetzt hier nochmal kurz uns unterhalten über die Eigenschaften und die Anwendung des Leistungs-MOSFET. Das heißt, welche Arten von Leistungs-MOSFETs gibt es und wie werden die eingesetzt? Was sind sozusagen die Vorteile? Wie gesagt, wir haben einen spannungsgesteuerten Schalter mit einem unipolaren Stromfluss und der Preis, den wir sozusagen haben, ist die Inversdiode. Das sind jetzt hier so die wesentlichen Eigenschaften. Wir brauchen keine statische Ansteuerleistung, im Gegensatz zum Beispiel zu Thyristoren oder Bipolartransistoren, sondern wir brauchen bloß dynamische Ansteuerleistung, um die Kapazitäten umzuladen. Und MOSFETs sind im Prinzip die schnellsten Schalter, die wir in der Leistungselektronik üblicherweise einsetzen, wenn wir jetzt von Spezialfällen absehen. Das heißt, im breiten Massenmarkt sind MOSFETs aktuell die schnellsten Leistungsschalter. Das heißt, typische Schaltfrequenzen von so Leistungs-MOSFETs liegen im Bereich einiger 10 kHz, sagen wir jetzt mal so 50 kHz, bis in den Megahertz-Bereich, was wir heutzutage mit Leistungs-MOSFETs machen können. Das sind die aktuellen Randbedingungen. Die obere Frequenz wird natürlich weitergehen. Niedrige Frequenzen eher dann, wenn wir an der Stelle höhere Leistungen schalten. Was gibt es für Typen? Aus Silizium haben wir im Wesentlichen selbstsperrende N-Kanal- und P-Kanal-MOSFETs an dieser Stelle, die eingesetzt werden, wobei P-Kanal-MOSFETs hier viel seltener sind. Das heißt, hier die meisten Leistungs-MOSFETs werden N-Kanal selbstsperrende sein. Das heißt, hier dem üblichen Symbol, dem selbstsperrende N-Kanal, Gate, Source, Drain. Und in selteneren Fällen haben wir P-Kanal-MOSFETs tatsächlich nur bei vergleichsweise niedrigeren Spannungen. Das heißt, diese P-Kanal haben wir typischerweise bei Spannungen kleiner als 250 Volt. Was ist der Grund bei einem P-Kanal-MOSFET? Findet der Stromfluss durch eine nicht N-Schicht, sondern hier eine P-Schicht statt und die Beweglichkeit von Löchern ist um ca. den Faktor 3 geringer als die von Elektronen. Damit ist der Widerstand einer hier entsprechend geänderten Schicht bei einem P-Kanal-MOSFET um den Faktor 3 in etwa größer. Das heißt, die haben auch einen entsprechend größeren Flächenbedarf. Warum gibt es die trotzdem? Manchmal braucht man für sogenannte High-Side-Schalter bei niedrigen Spannungen die Möglichkeit, eine einfachere Ansteuerung zu machen und dann haben P-Kanal-Leistungs-MOSFETs dort einen Vorteil. Was sind die Einsatzgebiete von MOSFETs? Sozusagen das klassische Einsatzgebiet oder die klassischen Einsatzgebiete sind zwei Stück. Zum einen vor allem Stromversorgung, sämtliche Art von Stromversorgungsschaltung und Motorsteuerung, aber bei kleinen Spannungen. Das heißt, für Spannungen unter
200 Volt benötigter Sperrspannung werden wir an dieser Stelle Motoransteuerung auch mit Leistungs-MOSFETs machen. Generell kann man so grob sagen, das Einsatzgebiet von Leistungs-MOSFETs ist der untere bis mittlere Leistungsbereich. Was bedeutet das aus Sicht der Leistungselektronik? Das bedeutet, dass wir an der Stelle anfangen bei Leistung vielleicht von 1 Watt bis größenordnungsmäßig 10 kW, vielleicht 20 kW. Dort werden wir den Leistungs-MOSFET einsetzen. Ganz grob so die Eckwerte, in welchem Bereich bezüglich Sperrspannungen und Strömen werden wir Leistungs-MOSFETs anwenden können. Wir haben ja gesagt, tatsächlich Leistungsbauelemente für die Leistungs- oder Schalter für die Leistungselektronik wählen wir aus nach der Sperrspannung und dem Strom, den sie führen können. Ganz grob kann man so sagen, die Grenzwerte für Leistungs-MOSFETs aus Silizium sind hier, dass die Durchbruchsspannung größenordnungsmäßig bis maximal vielleicht so 1000 Volt gibt. Es gibt Typen, die ein bisschen drüber sind, aber für Silizium ganz grob. Dann hätten wir ungefähr so größenordnungsmäßig Ströme im Bereich einstelligen Ampere-Bereich bis vielleicht 10, 20 Ampere bei dieser Spannung. Das ist ganz grob. Und auf der anderen Seite gibt es dann Leistungs-MOSFETs, die deutlich höhere Ströme führen können, die zum Beispiel hier einen Maximalstrom ID Max führen können von, sagen wir mal, 300 Ampere. Die werden wir aber eher finden bei Spannungen, die niedriger sind, bei 100 bis vielleicht 200 Volt. Das heißt, das ist sozusagen der Einsatzbereich Leistungs-MOSFETs bis vielleicht 1000 Volt, wobei der Haupteinsatzbereich so um die 500-600 Volt ist. Ströme im einstelligen Ampere-Bereich bis einige 10 Ampere bei diesen höheren Spannungen oder an der Stelle im niederen Spannungsbereich bis einige 100 Ampere, wobei natürlich hier in Ausnahmefällen es auch Module gibt, die dann natürlich deutlich größere Ströme führen können. Und ein Vorteil des unipolaren Stromflusses bei Leistungs-MOSFETs ist, dass wir die im Schalterbetrieb parallel schalten können und damit die Stromtragfähigkeit erhöhen können. Eine kurze Anmerkung: Es gibt seit einigen Jahren neue Typen von MOSFETs oder MOSFET-ähnlichen Bauelementen aus anderen Halbleitermaterialien, Silizium, Carbid und Galliumnitrid. Und tatsächlich, so wie es sich momentan abzeichnet, Siliziumcarbid wird dann eingesetzt werden für MOSFETs, die in einem Spannungsbereich sind, der jetzt oberhalb der Spannung von diesen Silizium-MOSFETs liegt, beziehungsweise einem mittleren bis oberen Bereich. So ganz typisch, würde ich jetzt sagen, Spannungsbereich hier von 800 Volt bis circa 1700 Volt, so die Größenordnung. Das heißt, der Leistungs-MOSFET wird dort in einen höheren Bereich vordringen, bei Strömen hier vielleicht maximal so erst zunächst mal 50 Ampere, wobei das natürlich alles im Wandel ist. Und Galliumnitrid, dort haben wir MOSFETs an dieser Stelle vielleicht im Spannungsbereich von 50 Volt bis circa 200 Volt und dann eventuell höhere Ströme bzw. ähnliche Ströme, die in einem gewissen Bereich hier Silizium-MOSFETs ersetzen können. So als Ausblick.